Herzlich willkommen zur Kundgebung, den Profiteuren von Mietsteigerung und Verdrängung auf die Pelle rücken. Das ist ja schon die zweite, mit den Profiteuren sind ja drüben gemeint, die von der Zieger Bank und Immobilien Consulting. Beim ersten Mal haben sie sich ja schon irgendwie so in ihren Vorhängen versteckt, die Immobilienfuzzis, scheint jetzt nicht besser geworden zu sein. Also, wir wünschen euch allen einen schönen guten Tag. Natürlich denen da drüben nicht irgendwie. Denen wünschen wir einen scheiß Tag und einen scheiß Geschäft, weil es heißt für die Mieterinnen einen guten Tag. Und eine scheiß Nacht auch noch. Also leider hat sich ja seit dem ersten Mal, seit wir hier waren, an der Praxis von Ziegert nichts geändert. Irgendwie Überrumpelung, mehr oder weniger subtile Drohungen und Entmietung oder lächerlich niedrige Abfindungen sind ja immer noch irgendwie gang und gäbe. Ist aber auch alles legal und politisch gewollt. Und in einer Gesellschaft mit kapitalistischem Wohnungsmarkt ist es ganz klar, da zahlen viele für die Profite weniger. Aber der letzte Besuch hier hat trotzdem was gebracht. Denn die Immobilienzeitung, das Zentralorgan der Immobilienfuzzis, hat danach getitelt, wer in Berlin eine Wohnung kauft, kauft Ärger. Das finden wir super. Und was die überhaupt irgendwie am meisten ärgert und irgendwie ganz dolle nervt, ist, wenn man sie irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit zerrt. Es gab nämlich so ein paar Leute, die haben irgendwie bei so einem Ziegertbau mal Nacht, das schreibt jetzt hier die Immobilienzeitung, ich zitiere nur, in einer Nacht- und Nebelaktion bei einer von Ziegert vermarktet Immobilie an der Ecke Waaghäuser Babelsberger Straße die Scheiben eingeworfen und die Fassade beschmiert. Da hat Ziegert irgendwie gar nichts gesagt. Aber als dann auf YouTube ein Video aufgetaucht ist, ich zitiere nochmal, dass die nächtliche Aktion zeigt, sieht er doch Handlungsbedarf. Er interveniert erfolgreich bei YouTube und das Video ist seither nicht mehr abrufbar. Neues Video machen. Die Firma Ziegert bietet als Finanzdienstleister Hauseigentümern ihre Geschäftsgrundlage an. Sie nennen sich Property Management. Property Management heißt Renditesteigerung als Dienstleistung für Eigentümer. Die Firma Ziegert ist insofern ein Vertreter dieser neuen Branche. Es geht darum, auf dem Immobilienmarkt möglichst schnell Rendite und Anlagekapital zu investieren. Nach einer kurzen Übergangsperiode wird dieses Anlagekapital in neue Objekte gesteckt. Was übrig bleibt, sind zerstörte Kieze, zerstörte soziale Beziehungen und die soziale Mischung in den Kiezen wird aufgehoben. Wir als Kiezinitiativen versuchen uns dagegen zu wehren, vor Ort und mit den Mieterinnen dort. Ziegert raus!